Motorradteamchef Stefan Kiefer ist am Freitagmorgen leblos in seinem Hotelzimmer in Sepang, Malaysia aufgefunden worden. Noch am Vortag deutete nichts darauf hin, dass der 51 Jahre alte Deutsche gesundheitliche Probleme hatte. Der Mitbesitzer des Kiefer Racing Teams bereitete am Donnerstag seinem Moto2-Fahrer auf den Malaysia Grand Prix vor, fuhr danach mit ein paar Teammitgliedern zur Entspannung noch ein paar Runden Kart neben dem Sepang Circuit, wie spät willkommen in Erfahrung brachte. Auch beim gemeinsamen Abendessen gab es keine Hinweise, dass es Kiefer schlecht geht. Im Gegenteil. Er entstand ohne Probleme irgendwann im Laufe des Abends mit seinem Bruder Jochen aufs Zimmer im Hotel in Nilal Springs. Die beiden teilten sich meist bei den Rennen die Bleibe. Am Morgen dann fand Jochen seinen Bruder Stefan tot im Bett. Stefan Kiefer hinterlässt in Bautzen, Sachsen seine Freundin Nadine und den 6-jährigen Sohn Jaden.